Hallo und willkommen zurück hier bei Warhammer. Und wir wollten mal mit Ektor sprechen. Genau, wir sprechen miteinander, um den Feind zu besiegen. Diese Seuche hat den Sektor fest im Griff. Prometheum auf einen brennenden Scheiterhaufen geworfen. Ja. Du schäumst innerlich, Bruder. Ich kann es spüren. Damit wir dort angekommen und unsere heiligen Pflicht vollziehen können, ihre Einschreiten hat diese gesamte Kampagne in Gefahr gebracht. Ja. Und doch wird die Kampagne fortgeführt. Eieiei. Ich habe hier gar keinen Ton an. Naja, macht, ändern wir doch gleich mal. Entschuldigt. So, jetzt aber, oder? Lass uns über eine andere Sache sprechen. Of course, Commander. Wir hatten Glück, dass der oberste Großmeister auf dem Weltenschiff eingeschritten ist. Yes, we have been honored by Lord Drago's presence. Okay. Und doch, er ist dafür bekannt, den Realraum durchzubrechen, wenn die Bruderschaft und die Titanen in Gefahr sind. Okay, wie kam es zu so einer solchen Situation? Caldor Drago vanquished a demon prince when he was a mere battle brother, and the prince cursed him in retribution. Als Neophyten hörten wir viel über die Siege von Lord Dregos. What you have heard is no exaggeration, but the truth. Drego focht im selben Konflikt, weshalb ihm umgehend die Führung über den Orden übertragen wurde. Seine erste Amtshandlung war es, Rache zu schwören. Er suchte Mortarion allein auf, zerschmetterte den Leibwächter des Verräters und zwang Mortarion in die Knie. Alsdann schnitzte er den Namen seines Vorgängers in das Seuchenzentrum des Herzens des Primarch. So, hat er nicht einfach den Verräter getötet? It is nigh impossible to slay Nurgle's favored. Wesentlich schlimmer ist Tat. Er fügte ihm eine niemals heilende Verletzung zu. Seit diesem Tag hasst Mortarion den obersten Großmeister und all seine Grey Knights zutiefst. Okay. Der Primarch sorgte also dafür, dass Drego nun auf ewig durch das Reich des Chaos wandern muss. No, that was the demon prince who cursed our Lord back at the very. In seiner Karriere verfluchte Drego kehrte 2 Jahrhunderte später nach Arkalam zurück. Bekämpfte die wiedergeborene Kreatur und triumphierte, doch damit erfüllte er auch die Bedingungen des Fluches des Dämons, mit dem er vor langer Zeit belegt worden war. Im Todeskampf warf er Drego in den Warp und bannte ihn in das Reich des Chaos. Of course, Commander. Was hältst du von der jüngsten Darbietung? You have impressed me thus far. Okay, ich habe ihn beeindruckt. Es gibt Dinge, die mir zu denken geben, doch ich bin nun mal ein Perfektionist. Damit hat schon Commander Revan zu kämpfen. Okay, dann danke. So, wir könnten jetzt zwar noch hier mit den anderen reden, wir können mal einen Stiftstatus anschauen, aber wir haben zu wenig Servitoren. Ich würde sagen, wir gehen erstmal hier hin und schauen mal, welche Blüte wir erreichen können. Hier hätten wir eine, hier hätten wir 3, hier hätten wir auch eine. Ich glaube, wir gehen aber erstmal hier runter. Ich freue mich melden zu können, dass Bruder Ulrik sich von seinen kritischen Wunden erholt hat. Okay, verbessertes Kniegelenk. Das ist doch schön. Also los. Ein Tag. Arbeit von Inquestor Melkor studiert, der für seine symbolischen Algorithmus bekannt ist. Forschungspunkt A. Forschung abgeschlossen. Sehr schön. Dann schauen wir mal, was wir als nächstes machen könnten. Was haben wir denn hier? Alle Verbündeten erhalten 100% Resistenz für 3 Züge und läutert. Alle Gefallenen und erholen sich sofort mit 50% maximale AP. Das können wir sowieso nicht machen. Also wir könnten das hier forschen, wir könnten das hier aber oben erstmal forschen, dann würden wir auch hier runterkommen. Ich glaube, das wäre erstmal das Erste, was wir machen. Dann forschen wir erstmal das. Und nochmal was. Okay.
Mann, wir wollten eigentlich hier hinfliegen. Wir wollen doch heute noch einen Kampf. Großmeisterbericht. Hey, heute geht's los hier. Grandmaster, I have uncovered vital knowledge since we last spoke. I have just been acquainting myself with your recent report. It appears to begin quite innocently with a raid on a Nurgle-infested Eldari craft world. If that weren't enough, I can see this led to the advent of 5 greater demonic entities, heralding, it would appear, a most catastrophic outbreak of the bloom throughout your sector. Just what have you been up to, Inquisitor? If I could direct you to section CT-2011-5, you would see that— Enough! I have no more patience for your ivory tower excuses. Commander, you are not without fault in all of this. I demand an immediate explanation. Soll ich die Verantwortung übernehmen? Okay, los, wir übernehmen die, oder? Sollen wir? Ich weiß nicht, konzentriere dich auf... Okay, wir konzentrieren uns auf den vor uns liegenden Weg. Indeed, you will certainly need one now that 5 greater demons run rampant in your sector. Explain why you did not destroy them immediately. I led the exploratory mission. I ordered your brothers to stay their hand while I investigated the Eldari Nexus. The responsibility was mine. Such unexpected humility. I commend you, Inquisitor. I did not think you capable of it. If I may, Grandmaster, what is crucial is that I now know how to combat this bloom. And so it would seem. I read of your plan to use some arcane xenotech to construct a Codex Toxicus, is it? Our chapter is no stranger to the use of foreign relics. But this is highly unorthodox. There is precedent. I have done my research. Oh, of that I have little doubt. Wherever you go, Inquisitor, your actions seem to leave a lasting impression. My entire council is in uproar over this news of our missing chapter lord. It seems I have little choice but to continue supporting your operation. I thank you, Grandma. For your recklessness, however, I revoke your authority to command the Grey Knights in battle. You may join future combat missions when your talents are needed, but you will follow the commander's orders henceforth, to the letter. How could he possibly have known about Drago? I didn't include him in my report. I told him, of course. The manifestation of the Supreme Grand Master is an unprecedented event. You could have warned me at least. I report to the chapter, not to you. Intercession. This exchange is unproductive. Open collaboration will be necessary to execute this mission efficiently. Our first responsibility is to support the commander. You are right, as always, Dominus. My apologies, Commander. I should have consulted with you before informing the Grand Master about Lord Drago. Okay, alles klar. Naja, 60 Tage kein Arsenal. Naja gut, kann passieren. Was soll ich machen? Ist halt so. So, dann schauen wir mal. Haben wir. Dann machen wir das. Und dann fangen wir wieder von vorne an. Nee, geht ja gar nicht. Da haben wir ja null. Dann machen wir es halt so. Ja, wir bestätigen die Auswahl. Gut, wenn wir kein Arsenal haben, können wir auch nichts kaufen. Ist aber wahrscheinlich gerade nicht so schlimm. Mission abschließen, bevor du 30 Schaden erleidest. Das schaffen wir wohl nicht. So, was haben wir denn da? Ah, 68 Tage. Okay, alles klar. Dann starten. Nee, das will man nicht aus. Wir gehen direkt mal rein und gucken mal in die Gefechtsoptionen. Da können wir noch nichts auswählen. Wir brauchen erstmal hier komplett neue Leute. Wir können aber hier erstmal die Fähigkeiten hier aufpumpen. Und zwar Bluten verursachen. Was haben wir hier noch? Servoschädel und natürlich mehr Munition vielleicht. Nee, brauchen wir eigentlich gar nicht, oder? Das könnten wir brauchen. Wir könnten hier ihm ein Terminatorenrüstung noch geben. Das wäre wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Können wir ihm sogar gleich mal ausrüsten. Eine Terminatorenrüstung, aber jetzt nicht bei die, wo wir noch da übrig haben.
So, dann tun wir den Ritter wieder tauschen. Dann werden wir ihn hier noch. Genau. Ihn hier noch aufrüsten. Was haben wir denn hier? Okay, Bollwerk. Distanzangriff ist verbessert. Pionischer Angriff. Was haben wir hier noch? Die maximale LP ist super. Provozieren. Verursacht zornig. Neue Deckung. Gute Frage, was wir hier machen könnten. Pionischer Angriff oder Fernkampfwaffen? Nee. Was ist das hier? Einzugler. Das weiß ich aber auch nicht, was ich damit soll, ehrlich gesagt. Wähle einen Ritter innerhalb. Das ist auch nur nochmal das. Da bin ich mir noch nicht so sicher, was ich da nehmen soll. So. Ritter tauschen. Also, dann brauchen wir einen Justicar. Einen Purgator. Einen Interceptor. Und ein Apothekarius. Und da wir gerade keinen zur Verfügung haben, haben wir einen mit nicht ganz so angeschlagen ist. Der hier. Okay, dann schauen wir mal Ausrüstung. Der hat den normalen Servoschädel. Das passt eigentlich alles. Wir versuchen es einfach, oder? Also bei ihm hier bin ich mir jetzt noch nicht sicher. Aber es wird schon klappen. Was haben wir denn? Der hat eine Granate dabei. Er hat noch einen Servoschädel-Slot. Der ist im anderen Slot. Na super. Also, dann nehmen wir den hier raus und machen den rein, oder? Nicht Ausrüstung, sondern zurück der Schädelslot. Machen wir den hier rein. So. Okay, versuchen wir es. Versuchen wir es. Los geht's in die Mission. Na, das dauert aber heute ein bisschen. Dann schauen wir mal, wo wir hin wollen, wo wir hin müssen. Da haben wir Träger. Das ist ein Saatträger. Ei. Eieiei. Okay, was ist das? Geht's da hinten lang nicht? Hier wird es auch lang gehen, oder? Geht's hier? Ich weiß es nicht. Na gut, ich glaube, wir gehen erst hier lang. Und ja, lasst uns da lang gehen, alles klar. Lasst uns erstmal da lang gehen. Und da ist schon die erste Patrouille. Na, super. At your command. Ah, come on. Advancing. Ready to serve. Aha. Yes, Commander. Stück für Stück. Yes, Commander. Wahrscheinlich würde auslösen. Was ist das? Versteckt sich hinter dem Türmchen. Ja, dann schauen wir mal. Dann schauen wir mal, dass wir die umgehauen kriegen. Das ist wahrscheinlich wirklich das am besten, oder?
Das können wir nur umhauen. Dann bringen wir den mal vor. Ihn machen wir mal nichts. Wer sollte als erstes vorgehen? Jetzt wäre die Frage, treffen wir beide? Nee. Mal den oder den jetzt hier zuerst treffen. Moving swiftly. Okay. So haben wir die wenigstens nahe zusammen. So, er hat das Bollwerk. 1 für Einzug deine Rüstung. Okay, alles klar. Wir hauen ihm erstmal seine Rüstung weg. Oh, okay. Aber ist eigentlich egal. Ich denke, das wird ihn jetzt nicht wahnsinnig aufhalten. Okay, aber ich glaube, wir müssen mit ihm hier noch ballern. Wahrscheinlich. Extraktor, Extrahierungsschädel. So, und mit ihm greifen wir ihn jetzt hier an. Ah, er kann nicht schießen. Er hat es noch nicht. Er ist ja Level 1. Aber gut. Okay. Nicht das Problem werden. For the Emperor. I strike true. So, was machen wir mit dir? Du könntest eigentlich hier. Ach, bitte ihn einfach. So, alles nachgeladen und weiter geht's. Mal schauen, immer hier. Okay, das wäre zu viel. Unleash me. Ja, da trauen wir uns noch nicht. Ready to serve. Aber der kann sich jetzt bauen. At once. Na, ja, nicht ganz. Okay. Immer schön nachziehen. Da sind sie. Ein Dicker, ein Halbdicker und ein Träger. Den Träger werden wir gleich mal extrahieren. Die stellen sich schön nämlich auf die Bumbums. Auf die Granaten. Wenn man ihn wegsprengen kann. Extraktor. Dann haben wir bloß einen, aber das sollte eigentlich. Haben wir wenigstens ein gelbes schon mal. Eine gelbe Saat. This is coming with me. Yeah. So, in dem Fall gucken wir mal, ob man das hier. Dann müsste eigentlich das Ding explodieren, oder? Ja, ist explodiert, okay. Dann schauen wir mal, ob wir mit dem hier durchlaufen können. Also hier schon mal nicht hin, aber hier können wir hin. Das jetzt genau mit dem Apothekarius gemacht habe, weiß ich auch nicht. Eigentlich wollte ich mit dem da durch, aber gut.
Okay. Reicht auch noch nicht. Reicht noch nicht ganz. Ja, müssen eigentlich die reichen, oder? Also zumindest, um ihn zu töten. So, und da möchte ich jetzt eigentlich gar nicht durch. Ihn könnte ich sowieso nicht töten, ihm würde es auch nichts bringen. Dann wäre vielleicht hier nicht so schlecht. Allerdings ein bisschen gedeckt. Zeugt er uns sowieso ein. Ja, nicht so schlecht. Ja, gut. Da sind auch noch welche. Und dann, gut. Gehen wir hin. At your command. Was klar, dass er deckt, aber gut. Kann er auch nur einmal machen. Another one down. Yes, Commander. Standing ready. Jetzt werde ich erstmal ihn hier holen. Yes, sir. Jetzt die Frage, wen wir jetzt da reinschicken. Aber obwohl, die anderen werde ich wahrscheinlich nicht auslösen, weil die hinter der Treppe, hinter den Treppen sind. So, dann werden wir ihn doch mal jetzt ihn hier einlassen. My wrath is restored, brother. At your service. Affirmative. Und dann zum nächsten, zu den nächsten Gegnern gehen. At your command. Unleash me. Yes, Commander. Sind die oben? Ne, die sind dahinter. In there. It will be done. Your orders. Könnte dann eine Runde sein. I am here to serve. At once. Meint ihr, ich sehe den, wenn ich hier oben bin? Ja. Gut, das ist okay. Sehen, was die tun. Wie sie sich verteilen. Eher kleine Gegner. Enemy sighted. Mehrere kleine Gegner. Was ist das hier? Eine Saat. Ja, dann waren es nur noch ein paar. So, ihn können wir trotzdem hierher bringen. So, und dann werden wir ihn hier gleich mal angreifen. Ein
Wie können wir die zwar jetzt da cachen? Gar nicht. Da kann man nicht mal decken, ne? So. Von hier vielleicht? Ne. Von hier vielleicht. I am with you. Kann ich wenigstens von hier treffen? Firing on target. The foe. Wenn man jetzt ein bisschen Verletzung bekommt. Was haben wir hier? Humpeln. Nicht nötig. Könnt ja hierher und vielleicht ein bisschen decken mit ihm. Zumindest hier runter. So, dann ist der Gegner dran. Okay, einer wird tot. Nee, der ist nicht tot. Der ist nur angeschossen. Ist der jetzt komplett festgenagelt? Yes, Commander. Nö. Face me. We are the hammer. Vengeance. So. Gut. Dann use the car. Hinrichten? Nee. Kriegen wir das? Okay, kann ich nicht hinrichten. Jetzt kriege ich die Blüte nicht. Die will ich natürlich haben. Hey, wieso kann ich da nicht schießen? Echt jetzt? Warum nicht? Treffe ich von da nicht? Das ist wohl der Witz. Death is our creed. What is your will? Okay. Hier auch nicht mehr. Na, dann gehe ich wenigstens hier, dass ich ein bisschen gedeckt bin. Opening fire. So nah und doch nicht tot. Tja, da muss die Treppe dran glauben. Die, Abomination! Ja, ja. Strong, we shall stand. Ah, da sind schon die nächsten. Dann hoffen wir mal, dass ich wenigstens davor noch... Also den kann ich jetzt töten. So. Alles nachgeladen. Wunderbar, das läuft ja. Das läuft doch richtig gut. Dann werden wir ihn hier gleich mal heilen. My wrath is restored, brother. Dann da oben. Das auf jeden Fall noch holen. Moving now. Die können in der Zeit eigentlich schon loslegen, oder? Drawn by my clamor. Oh, diese Glockentypen. Die mag ich nicht. Na oh gut, den Apothekarius jetzt erstmal noch hier hochschicken. Schauen, was es da Schönes gibt. Eine Saat. Werden wir natürlich mitnehmen. So, was gibt's denn hier? Gibt's irgendwas zum Kaputtschießen? Hier ist wahrscheinlich besser. Dann können wir auf
jeden Fall mal. Ich glaube, der da müsste man auf jeden Fall hier. Aber vielleicht können wir den gleich. Nicht ganz. What is your will? Aber den müsste man auf jeden Fall töten können. Vielleicht nicht beim ersten Schlag, aber dafür, wenn er versucht wegzulaufen. Und ihn lassen wir jetzt hier rein. Oh, ja. Ich will allerdings zuerst den hier haben. Gut. Vergeltung? Geltung. Ruhig gleich Vergeltung. Hätte den letzten Saatträger wieder mal nicht töten dürfen. Oh je, oh je, der sieht. Er sieht nicht gut aus. Er wird wahrscheinlich gleich liegen. Gut, das ist Level 1, ne? Jetzt müssten sie auf ihn hier gehen. Eigentlich. Ah, wer kommt da noch zur Hilfe? Oh je. Uiuiuiui. Okay. Müssen wir uns wieder ein bisschen zusammenziehen. We cannot be stopped. Noch mal so einer. What wonderful echoes. Wir haben aber noch, nicht vergessen, war Burger auch noch. Da scheint Zone im Fernkampf öffnen deaktiviert. Ah, okay. Gut. Müssen wir erstmal schauen, wie wir das jetzt am besten hier lösen, das Drama. Kann man ihn vielleicht erstmal umbringen, oder? Ja, ich glaube, das ist doch besser hier. Nicht durch die Zone gelaufen. Gut, wenigstens konnte ich einen umbringen. Gut, die kann ich zum Humpeln bringen. Das ist ja auch nicht so schlecht. Da kann ich zwei. Da könnte ich drei. Dann kommen die erstmal nicht so schnell. Kann ich noch irgendjemand anschießen hier? Oder muss ich am besten abhauen? Nee, am besten haue ich ab. Könnte sein, dass der mir gleich Stille reinhaut. Mein Doc sollte nicht sterben. Habe ich da auch so eine begrenzte Anzahl? Die Scheibe zerblastet. Der nicht gestorben ist, ne? Ja gut, der stand halt direkt dahin. So, jetzt muss ich ihn ja heilen, weil die Fähigkeit deaktiviert ist. Könnte ich ihn jetzt mit dem Servoschädel heilen oder wie viel haben wir dann noch? Ah, eine Runde, oder?
lasst uns den doch erstmal heilen hier. Schauen wir, dass wir den, genau, den bringen wir ihn hier um. Dann sind wir auch wieder bei unseren Leuten. So, und jetzt schauen wir, dass wir den hier noch umnieten. Ah, das ist natürlich jetzt... Die Fernkampfwaffe nicht funktioniert. Sehr ärgerlich. Da kann ich ihn nur rumschubsen. Und mit ihm könnte ich... Ja, auch nur verletzen. Entropy. Silence. So, jetzt müsste eigentlich schon durch sein, oder? What wonderful echoes. Juhu, wir kommen raus. Am Ende doch immer ein bisschen hakelig. Aber hey, wir haben es geschafft. Und wir haben 7 Saaten gesammelt. Okay. Justica, ja gut, das bringt mir gar nichts. Ja, natürlich. Genau, ein Schwerverletzter. Ein Purgator können wir aufrüsten. Was hat denn der? So, Verbesserung. Diese Waffe gewährt 2 kritischen Schaden. Das ist geil. Waffe ignoriert Schaden, Strafe wird dabei Deckung. Eine Maschine, der Typ. So, dann schauen wir doch mal, ob wir noch irgendwo hinkommen könnten. Was ist denn das jetzt hier? Das ist Farbsturm aktiv. Okay. Kann ich da hoch? Das wird nicht reichen. Naja gut, wir können mal in die Richtung fliegen, aber das wird jetzt auch nichts bringen. Eingriff erforderlich. Alert. Proximate warp currents are unstable. Recommend immediate aggressive acceleration or the edict's coordinates may be disrupted. Risk analysis? Insufficient cogitation time to perform reductive calculations. Impact imminent. Let me ward the ship, Commander. I just read an ancient tome on the topic of warp turbulence. A heretical text, no doubt. Tampering with the warp on such a scale is foolhardy. The edict is a sturdy ship. We should ride it out. Also wir können beschleunigen, dann ist der Warp-Antrieb wird ein Risiko ausgesetzt. Wir können, das Schiff könnte ein Risiko ausgesetzt, halte den momentanen Kurs. Oder Barke soll das Schiff schützen. Ich glaube, wir gehen auf den Warp-Antrieb, oder? All prayers should be directed to the machine god. Race for impact. 20%. Minus 20% Geschwindigkeit, okay. Wie lange haben wir das denn? Ist das eine bestimmte Zeit oder nur jetzt gerade? Wenn es nur jetzt gerade ist, ist es ja nicht so schlimm. Das, ja. Wir haben 5 Servitoren, das reicht immer noch nicht. Ah. Hast du die Inquisitorin in letzter Zeit gesehen? Aha, und was denkst du? Irrelevant, ja, richtig. Emotionale Verlangen nach Geltung ist eine Sache der Unaugmentierten. Ich weiß nur, dass die Inquisitoren ein zähes Individuum ist. Ihre Abschottung ist für sie der effektivste Weg, Strategien gegen die Blüten zu ersinnen. Proceed. Auf dem Weg auf dem Weltenschiff hast du vertraut von Lord Drego gesprochen. Of Cardor as a mere
Du hast also an seiner Seite gekämpft, lange bevor Kaldo zum obersten Großmeister wurde. Okay. Wie wäre er wohl mit der Blüte verfahren? Doch er war außergewöhnlich und von einem Imperator gesegnet. Wir selbst genießen diesen Segen nicht und müssen uns auf traditionellere Dogmen besinnen, um zu Geisel vernichten zu können. Okay. Wie sieht es mit unseren Bauprojekten aus? Ja, das ist schön, aber ich würde ja gerne mal überhaupt irgendwas bauen. Ich kann den noch nicht mal reparieren, weil ich nicht genug Material habe. Neue Verwendung für die Saat. Inquisitorin fragt ihr Commander, ich habe eine Verwendung für die Saat der Blüte gefunden. Bruder Ektar hat sich widerwillig bereit erklärt, sie in den Feuern des Reinheit zu baden, bis sie zu Asche werden. Doch anstatt die Asche in den Äther zu werfen, werde ich sie in eine geweihte Tinte verwandeln, mit der heilige Reinigungspsalm auf die Reinheitssiegel geschrieben werden können, die die Waffen und Rüstungen deiner Ritter schmücken. Aha. Okay, die sind aber ganz schön hier verbessert. Jetzt schauen wir uns mal das kurz an. Hier ins Arsenal, oder? Nee, nicht ins Arsenal. Kaserne. Wenn ich jetzt hier... Die sind auch schon wieder hier aufgestiegen. Der Scepter. Der Teleportschlag. Der hat mich schon oft mal gerettet. Das heißt, gerettet auf jeden Fall war nicht schlecht. So, der hier, der Kollege Geiselung. Reichweite. So, unser Bluten, das finde ich richtig gut. Was ist das hier? Ein Plusbereich, okay. Also, er hat auch noch Fähigkeiten hinzubekommen. Was könnte denn er noch machen? Ironischer Ansturm. Doch, das machen wir. So. Genau, jetzt wollte ich ja hier die Rüstung eigentlich mal anschauen, ne? Arsenal ist gesperrt. Genau, wenn ich jetzt ihn hier nehme. Nee, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Wenn ich jetzt hier den 7er nehme, der hat. Rüstungstyp. Wieder. Ich kann jetzt die verderbten Blütensaaten zu geweihter Asche reinigen, um Reinheitssiegel herzustellen, die unsere Bewaffnung in der Kaserne verbessern. Genau. Das heißt, ich könnte das jetzt aufwerten, dann hat diese Einheit eine Resistenzverbesserung von plus 15%. Das sind jetzt 3 von diesen Grünen. Von den Grünen haben wir 42. Mehr als genug eigentlich. Ne? Da könnte man das mal locker machen, sozusagen. Und das schauen wir uns dann, würde ich sagen, nächste Mal an. Und vor allem, wenn wir Ritter haben, die wir dann einsetzen. Ja, und dann hoffen wir mal, dass wir hier noch ein bisschen... Nee, da fliegen wir nicht durch. Fliegen hier durch. Und nicht durch den Sturm fliegen. Genau, da kommen wir nämlich nicht mehr hin. Dann fliegen wir mal hier hin. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Bis dahin, tschüss!